Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships in der Closed Beta, wie gesagt, immer noch. Ja, ich habe ja mittlerweile ein Update. Der nennt sich 031. Und hier wurden in den Forschungsbäumen wurden hier so einige Lücken geschlossen, zum Beispiel, wie ihr sehen könnt, bei den Amis. Sind hier noch ein paar Schlachtschiffe dazugekommen. Sogar eine ganze Reihe Schlachtschiffe, und zwar die South Carolina, Wyoming, New York, New Mexico, Colorado, North Carolina. Ob die, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube hier... Die Oma müsste neu sein. Ich habe schon lange nicht mehr die große Beta gespielt. Ja, in Japan übrigens, die Japaner haben jetzt übrigens ihre Flugzeugträger bekommen. Wie ihr sie hier sehen könnt. Die Hosho und die Tsuyo und so weiter und so fort, ne? Ich glaube, hier mittendrin haben sie auch noch ein paar Lücken geschlossen. Ja, bei den Russen, wie gesagt, sind jetzt hier zwei Premium-Schiffe. Forschungsbaum bei den russischen Schiffen gibt es leider noch keinen. Ja, die Briten sind dazugekommen. die Briten sind jetzt mit dazugekommen, aber auch nur mit einem Premium-Schiff. Die Warspite. Oder wie heißt sie? Ja, Warspite. Da ist sie. Ein Premium-Schiff. Hauptsache, er reißt hier seine Flügel nicht ab. Und das ist extra so. Also hier möchte ich nicht stehen, wenn der hier loslegt. Okay. Ja, wie gesagt, das ist das britische Schiff, was ihr euch kaufen könnt. Für Tokens. Momentan noch sind noch keine Duplonen oder wie auch immer die Währung jemals heißen wird. Momentan sind es jetzt noch Tokens. Jetzt hört sich gerade an, als wenn der Sturm ist. Ja, wir müssen uns jetzt mit der Schüssel ins Gefecht schmeißen, damit wir an die South Carolina rankommen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, meine Statistik ist nicht gerade berauschend, ne? 42% Sieger, aber irgendwie, ja. Ist halt so. Egal. Statistiken sind unwichtig. Hauptsache, man hat seinen Spaß beim Spielen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Module. Ob wir denn schon an die South Carolina rankommen? Natürlich noch nicht. Uns fehlen uns noch 1590 Erfahrungspunkte. Das heißt, wir gehen dann mal ins Gefecht mit unserer kleinen Chest. Mal gucken, ob wir so reißen können, ob wir überhaupt was reißen können. Aber wie gesagt, ne? Hauptsache, man hat seinen Spaß, man kriegt seine Punkte, ob man jetzt nun, gut, gewinnen möchte man schon gerne, aber wie gesagt, ne? Nee, also für mich ist so was, Hauptsache, ich habe meinen Spaß am Spiel, ich brauche hier keine irgendwelche Statistiken, wie gut ich bin, wie schlecht ich bin, wie gut ich denn treffen kann, Hauptsache, ich treffe überhaupt was. Und das ist, was mich bei World of Tanks schon so aufgeregt hat, mit diesem XVM, weil es interessiert mich nicht. Und wenn dann Leute daherkommen und meinen, du hast aber eine scheiß Statistik, was willst du denn hier? Ja, hier. Weil die Statistik sagt nichts über mich selber aus. Die Statistik sagt nur, dass ich halt scheiß Teams bisher hatte. Ist so. Ich meine, was will man machen, wenn bei World of Tanks zum Beispiel 15 Mann ein Team bilden sollen und 15 Mann in der Meinung sind, ach, wir fahren mal nach rechts, wir fahren mal nach links, egal, lass die anderen machen. Ja, ist doch klar, dass man denn eine scheiß Statistik irgendwann hat, oder? Gut, da könnten viele sagen, naja, dann schieße ich doch einem Clan an und... Ja, das könnte man machen, muss man nicht, kann man machen. Ja. Ist also. Es ist nun mal ein Teamspiel, ja, keine Frage. Und mit fünf, und man muss auch leider mit 15 Leuten ist man dazu halt gezwungen, ein Team zu bilden. Aber wie gesagt, einige sind halt nicht der Meinung. Und dann wird halt wild rumgeschossen oder einfach nur dumm rumgefahren und ach, lass uns Fahne erobern, Base erobern, ach warum?
Nun mach hinne, Spiel. Ah. So. Was soll ich denn schon hier hinten? Ich bin ja schon an der Gegnerbase. Oder täuscht das jetzt? Täuscht du und wir schleichen uns hier hinten lang? Ich weiß, die meisten haben dieselbe Idee. Der Gegner hat dieselbe Idee, der wird da hinten gleich wieder auftauchen. Nehme ich mal an. Ja, good luck and have fun, you know. Good luck and have fun. Schon der erste Gegner auf. Oh mein Gott, was haben die mit dem Sound gemacht? Oh, 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 der ging aber knapp daneben vorbei. Oh, das heißt, wir müssen weiter vorhalten. Oh, die hat dieses. Du wirst ja wohl da hinten knacken. Ja, da fahren sich wieder hinter in die Karten. Na, er wird doch jetzt versenkt. Nee. Neun, er will da hinten den Grund haben, ja. Mal. Das wird nichts. Der Radius wird ein bisschen klein werden, mein Freund, wenn du davor hast. Was ist das für ein Karten? Ach, das ist die South Carolina. Das sieht irgendwie ein bisschen aus, wie ich dachte erst. Die hatten früher auch ein paar Aufbauten auf dem Schiff, ey. Ach, das ist ein Kokosnetz.
letzte auch. Die mit ihren Torpedos da immer. Halt. Was sind diese kleinen Biester? Also ich würde machen, dass du da aus der Reich. Genau, richtig so. South Carolina Effekt, ja. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal noch mit der Schwester ein bisschen rumeiern. Ja. Hier ist unser Grab, unser nasses Grab. Jungs, Jungs, entweder machen sie alle kalt oder ihr fangt an zu erobern. Könnt euch draußen. Weil da hinten versucht nämlich jemand unsere Base zu erobern. Ich tippe gerade zu sehr. Sich daran zu schleichen in der Route. Der wird gut. Hat du damals? Und dann sind auch Reihe von uns. Zusammenarbeiten, würde ich sagen, zusammenarbeiten. Ach, der Max und der Timo, die hören zusammen, okay. Wir erobern da hinten schon mal, das ist sehr schön. So, der ist auch weg. Jetzt da waren es nur noch einer. Ja, das könnt ihr euch auch so gucken. Wieder erobern oder doch alle kalt stellen. Die konnten zwar für den Sieg nicht viel beitragen, aber ich hoffe, die Jungs, die werden hier noch ein bisschen weiter. Ist ja nur noch einer. Wo ist denn der kleine Kahn? Wo hat der sich denn versteckt? Na Jungs? Ja, erobert schon mal fleißig. Ich würde aufpassen, dass der andere da nicht irgendwo aus der Versenkung kommt. Klammheimlich. Birdie Fluffback. Das soll was heißen. Birdie? So Birdie, ne? Birdie Fluffback. Der Name kommen die hier manchmal. So Jungs, nun macht mal hier, ne? Jung. Macht den Sack zu hier. Da ist er, der kleine Zerstörer. Der hat ja noch richtig volle Punktzahl, ey Leute, macht hin. Sonst versenkt er den hier noch. Wenn ihr euch wundert, warum der da hinten immer wieder verschwindet, das ist ganz einfach, weil er durch sein Hebel
kaum noch was sehen kann. Und dann verschwindet der Gegner dann meistens mal. Ich frage mich mal, was die da gerade versuchen. Ne, der hat nicht gesessen, der Tapir. Holt ihn euch doch mal. Schnappt ihn euch. Aber wir haben ja eh Leben. Na, 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 nicht den Kreis hier verlassen. Da kommt der nächste von uns. Hilft, unterstützt ihn dann ein bisschen. Schneller wird die Gegnerbase rüber. Halt wie bei World of Tanks, ne? Jawohl, seht ihr. Was konnten wir denn überhaupt ausrichten? Naja, naja. War ja nicht dolle. Ja, dann würde ich sagen, wir schmeißen uns gleich in die nächste Schlacht. Umso mehr Punkte wir haben, umso eher können wir auf den anderen Schacht, auf den anderen Forschungsbaum umschwenken. Genau, die kleinen Dreiecke sind Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiffe, Flugzeugträger. Flugzeugträger fahren hier heute keine mit. Gut. Sollte noch nicht möglich sein, aber bei der Klasse. Ich liebe Facebook. Immer wenn ich aufnehme, macht das hier Didü. Meine Güte. Könnt ihr euch nicht mal einen anderen Zeitpunkt aussuchen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, heute bin ich heute ein bisschen müde. Sonntag. Und wenn ich so rauskicke, könnte ich mir ja liebst wieder ins Bett legen, so grau wie das hier draußen ist, gerade in Berlin. Jungs, jetzt sind wir wieder aufgeteilt. Ich würde sagen, wir folgen ihm da hinten, würde ich sagen, ne? Halten schon mal unsere Waffen so in die Richtung da, ne? Dass sie sich ausrichten können. Naja, dolle bewaffnet sie ja nicht gerade. Da gefällt mir ganz ehrlich die Chester besser. 12 Bordwaffen. Oh, da wird schon mal ein Blinde geschossen. Wie immer so ein Diebe. Oh. Bei ihm ist zu nahe gekommen hier. Hier so unter einer Insel verstecken kann. Und dann kriegen wir den ein. Nee. Ja. Aber da hinten ist was. Wer kommt denn da hinten? Ah, nicht richtig. Na. Na. Your allies. Tja, Idiot. Schön, dass ich es sagen muss, aber wenn man nicht kickt, was man macht. Kriegen wir die? Könnt ihr mal jetzt auswischen?
Klappe. Ich weiß, dass das eine Insel ist. Wie lang war der Mann, ne? Hier rum? Oh. Ja, der hat sich wen zerstört, okay. Dürfte jetzt noch ein zu großer Risiko sein? Den Kreis, also auf die Base zu fahren. Oh, unser Schiff hält ja nicht viel aus. Wir haben ja nur 18.400 Panzer. Mal gucken, wo die anderen hier sind. Ach, ich war sogar Top-Tier. Okay. Naja, das würde man sagen, war mal komisches Matchmaking. Ganz komisches Matchmaking. Na, wo seid ihr? Kommt, 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 kommt. Da ist einer. Da ist einer. Feuer. Schieß mal, komm mal blind. Da ist der nächste. Wow, ihr habt euch versteckt, okay? Ja, dann versucht man zu treffen, Jungs. Ja, wir müssen uns eigentlich hinter dem Felsen verstecken können, aber nur dann kann ich meinen Schiff noch nicht reparieren. Das ist das Problem. Und jetzt stehe ich hier mir präsentiert er dann. Das ist natürlich auch kacke. Kommt schon. Den Felsen kommen. Problem solved, sir. Ja,
kommt der denn so schnell um Felsen, Alter? Ah, das kann doch nicht fliegen jetzt zu ihm, ganz ehrlich. Naja, okay, Alter. Naja, manchmal... naja, gut, aber wir haben doch Judin gehalten, finde ich. Warum der damit immer so schnell um die Ecke kam? Gut. Scheint wohl doch nur ein kleiner Felsen gewesen zu sein. Sah so groß aus. Entschädigung für durch Verbündet verursachten Schaden. Ah, man hat mich auch noch mit getroffen. Naja, warum denn nicht? Ach so, das war der, der mich hier erfahren ist. Der mich gerammt hat. Ja, böser Puppe, du. Ja. So. Mal gucken, können wir denn schon die komische Schwester hier wieder loswerden und uns die nächste Schiff besorgen? 8222 Spieler mittlerweile in der Closed Beta. Momentan, also online, die online sind. Und das dauert wieder und das dauert hier wieder. Und wir können ja trotzdem gucken. Oh ja, wir können sie erforschen. Die South Carolina. Dann machen wir das doch. Wir werden die erforschen. Jawohl. Verkaufen die Chester hier. Und kaufen uns dafür die South Carolina. Wo ist sie denn? Da ist sie doch. Jawohl. Naja, klar wollen wir sie kaufen. Packen wir noch 5000 raus für die Flottenschule. Ein nicht verteilter Fertigkopf. Jawohl. So, dann haben wir uns jetzt schon mal die South Carolina erworben. Mal gucken, gucken, gucken. Ach, hier ist er schon. Machen wir jetzt mal Reparatur. So. Das ist sie also. Die South Carolina. Standard. Noch ist ja nicht aufgerüstet. Weil... Attacke! Jo, was haben wir denn hier? Was können wir denn hier groß... Ah, okay. Den Rumpf können wir verbessern und dort... Die Feuerleitanlage. Mhm. Gut, das machen wir dann bei der nächsten Runde, würde ich sagen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich, auch wenn ich jetzt ein bisschen geflucht habe. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Habt da wieder mal ein bisschen was von World of Warships gesehen, von dem neuen Patch. Der hier in der Closed Beta erschienen ist. Ich bin ja mal gespannt, wann denn endlich mal die Bismarck kommt. Aber ich denke mal, das wird sowieso wieder mal ein Premium-Schiff. Und ja, und Lupi zieht wieder den Kürzeren, wie immer. Na gut, mein Lieben, wie gesagt, das war jetzt erstmal von World of Warships. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ne? Wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, einfach... auf Abonnieren klicken. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Daumen hoch, Daumen runter, ne? Knallt mir die Kommentare voll. Ja, und ansonsten, sagt mal Tschüssikowski, bye bye, euer Lumpi.